Der Chemiepark Marl am Nordrand des Ruhrgebiets. Hier befindet sich der größte Standort von Evonik weltweit. In der sogenannten OXO-Anlage treiben Wissenschaftler ein besonderes Projekt voran, Macbeth. Sie entwickeln einen Reaktor, der einen ganzen Produktionsschritt in der großen Anlage überflüssig macht. Verfahrensingenieurin Linda Arsenjuk erklärt die Besonderheit. In diesem Reaktor wird ein Reaktionsschritt mit einem Trennschritt kombiniert. Und dadurch können wir die Effizienz des Verfahrens deutlich erhöhen, weniger Nebenprodukte produzieren und auch die CO2-Emissionen stark reduzieren. Wenn zum Beispiel das Aldehyd-Pentanal hergestellt werden kann, ohne dass es nach der chemischen Reaktion aufwendig abgetrennt werden muss, hat das erhebliche Vorteile für die Umwelt. Im Labor konnten wir CO2-Einsparungen bis zu 70% beobachten. Über 2/3 weniger Emissionen, das wäre eine Nachhaltigkeitsrevolution. Nach Jahren der Laborarbeit steht nun der Einbau des Reaktors in die OXO-Anlage an. Corinna Nentwich weiß um die Herausforderung. Wir haben natürlich ein komplexes Reaktorsystem, was wir jetzt im kleineren Maßstab im Labor getestet haben. Es ist aber nochmal was ganz anderes, das hochzuskalieren und in die Anlage einzubringen. Doch die Grundlagen sind gelegt. Nentwich hat am Computer die Prozesse im Reaktor simuliert und auch dessen Auswirkungen auf die gesamte OXO-Anlage. Dazu kommen die Erfahrungen aus dem Labor. Wir können diese Erkenntnisse nutzen, um diesen Scale-up durchzuführen und zu schauen, was für Auswirkungen es auf die Gesamtprozessanlage hat. Getestet wird der Prozess mit Pentanal, einem wichtigen Vorprodukt für Kunststoffe und Medikamente. Doch die Perspektiven sind viel größer. Wir machen das Ganze nur mit einem Molekül, aber die Hydroformulierung ist anwendbar auf eine ganze Palette von Olefinen und somit zeigt das Verfahren, was wir entwickeln, auch ein breites Anwendungsfeld. Solch ein ambitioniertes Unterfangen gelingt jedoch nur als Teamarbeit. In dem Macbeth-Projekt sind über 20 Partner und in unserem Fall arbeiten wir eng mit 5 Partnern zusammen, die uns unterstützen in der Entwicklung der einzelnen Komponenten, die in diesem Reaktor eingebaut sind. Für die beiden jungen Evonik-Forscherinnen ist auf jeden Fall klar, die Mitarbeit am Großprojekt Macbeth ist für sie etwas Außergewöhnliches. Ja, ich bin tatsächlich von Haus aus Reaktionstechnikerin, habe das im Studium gelernt, mich da in der Promotion drauf spezialisiert und jetzt darf ich in dem Projekt ein neuartiges Reaktorverfahren entwickeln und das macht mir dann natürlich besonders viel Freude und macht auch mich auch stolz, dass ich da mitarbeiten darf. Evonik, leading beyond chemistry.